Also herzlich willkommen heute im Innenhof vom Dresdner Kaffeestübchen, unweit der Kunstakademie. Heute habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen für euch, was Erfrischendes. Deshalb haben wir unseren Dolce Vita Beerenlikör und den Eierschenkenlikör kombiniert mit unserem Dresdner Milcheis. Unser Dolce Vita Beerenlikör sind natürlich unsere Produkte. Wird Wert gelegt auf richtig regionale Produkte auch und regionale Früchte. Leider könnt ihr es nie riechen. Ich habe hierzu verwendet frische Beeren. Das sind Waldbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren. Die werden aufgesetzt mit Alkohol und werden destilliert. Also richtig frische Früchte, keine Aromen und auch keine Aromenzusätze. Das macht Arbeit, aber ihr wisst ja, genau diese Sachen liebe ich. Wir beginnen jetzt einfach mal, damit ihr seht, was ich meine mit unserem Likören. Der Beerenlikör kommt als erstes in das Glas unten rein. Und danach gehen wir jetzt mal gemeinsam zur Eismaschine. So, wir haben wieder was Tolles. Das Dresdner Milcheis machen wir natürlich selber. Und jetzt als nächstes kommt der Eierschenkenlikör drüber. Und wichtig, die ihn schon kennen, die Schüttelempfehlung beachten. Ne? So, dadurch rutscht der Pfropfen runter und ihr werdet sehen, wie von Zauberhand läuft er wunderbar hier oben drauf. Zack, und jetzt geht es wieder zur Eismaschine. So, und unser selbst hergestelltes Dresdner Milcheis. Zack, und perfekt. So, jetzt aber schnell, wir haben ja Sommer, bevor es schmilzt, genießen wir einfach mal eine Trilogie. Super, gleich nochmal. Ihr könnt gerne vorbeikommen und euch erstmal die Lust daran holen und den Geschmack verstehen, was ich meine. Und für diejenigen, die nicht vorbeikommen können, schaut einfach mal in den Online-Shop. Wir haben auch da eine Möglichkeit. Und bei Topfgucker.tv findet ihr das Rezept. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de